Bei verdeckten Ermittlungen kommen Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert und Kriminaloberkommissar Linus Haje einem intriganten Doppelspiel auf die Spur. Habt ihr jetzt genau hier vorne? Dieser Park hier ist ja als Drogenpark bekannt. Wir wollen einfach mal gucken, ob wir angesprochen werden. Wir wollen hier nicht Agent Provocateur sein. Das heißt, wir sprechen die Leute nicht an, sondern wir wollen angesprochen werden, aus rechtlichen Gründen allein nur. Es kann sein, dass uns Dealer einfach ansprechen und fragen, ob wir Drogen wollen. Bei ihrem Einsatz werden die Ermittler von zwei Streifenbeamten in Zivil unterstützt. Um miteinander kommunizieren zu können, sind sie über Funk verbunden. Da drüben steht einer, der fummelt immer so an seinem Handy rum. Das könnte was sein. Er guckt sich auch so ein bisschen um. Wir können ja einfach mal lang schlendern. Lange dauert es nicht, bis die Kripo-Beamten von dem Mann angesprochen werden. Im Gespräch mit ihm erhärtet sich schnell ihr Verdacht. Dennoch gehen sie zum Schein auf sein Angebot ein. Hi. Was gibt's? Eine Frage. Habt ihr vielleicht Bock, so ein bisschen Spaß zu haben? Oder braucht ihr was zum Chillen? Was für Spaß denn? Ob ihr was für Spaß braucht oder was zum Chillen? Was hast du denn? Was hast du denn da? Was ihr wollt. Ecstasy, Gras. Gute Ware, saubere Ware? Saubere Ware. Hast du was zum Sportzeug da? Wir bringen 100er, bringe ich dir was. 100er? Ja. Mach aber keinen Scheiß, du. Nee, sicher. Ein Telefonat ist bei euch. Wir sind öfter hier. Ja? Gibt's Ärger. Braucht ihr was? Ja. Was denn? Wenn es gute Pillen sind. Also wir haben heute noch ein paar Beute am Start. Neue Alter noch Pillen? Hey. Ja klar. Nicht die blauen. Schon die bunten. Ja, gib mal ein 100er, kommt was. Hast du? Eine Sekunde, ja. Ich muss kurz alles telefonieren. Klar. Nicht bescheißen. Da kommt jetzt jemand. Mach keinen. Okay. Lass dir nichts Blödes einfallen, du. Da gibt's Ärger. Wenn man auf solche Scheingeschäfte eingeht, was im Endeffekt ja kein Scheingeschäft mehr war, dann kann es natürlich immer passieren, dass uns der Typ, dieser Kontaktmensch, abhaut. Wir haben natürlich auch unsere Erfahrungen. Wir sind nicht zum ersten Mal hier und haben auch nicht zum ersten Mal mit Drogendealern Kontakt. Also da war uns schon, als er uns angesprochen hat, von vornherein ziemlich klar, jo, der Mann, das ernst, der will was verkaufen und der will auch uns was verkaufen. Hey. Na? Seid ihr die Käufer? Welche Käufer? Pillen? Ja. Ach so. Du bist der, bist du Überbringer oder was? Richtig. Dann zeig mal. Zeig mal, was hast du denn da? Und das für ein 100er? Richtig. Du kannst auch noch was drauflegen, ein bisschen, oder? Nein. Nee? Nein. Das ist auch ein bisschen gammelig, ne? Na ja, gut, das sind nur 10 Stück. Ja. 10er pro. Okay. Der Preis ist jetzt was ein bisschen. Beste. Ja. Und wenn das jetzt scheiße ist, ne? Dann sind wir morgen wieder da. Dann sind wir morgen wieder da. Weiß Bescheid. Okay. Ja. Wollen wir den nicht mal eben nehmen? Ja. So, bleib mal eben. Hier. Bleib mal eben hier. Hey, nehmt euch den! Hier muss so ein Junge reingelaufen sein. Hallo Polizei, Kripo Duisburg. Wir sind von der Kriminalpolizei. Es muss ein Junge hier reingelaufen sein. Ja, raus ist er nicht, Moment, oder? Moment, hier ist niemand reingelaufen. Hallo? Komm mal raus hier! Hä? Hey, was soll das denn? Also, was ist denn das hier? Hä? Hast du ihn verraten? Ich hab. Oh, da ist er ja. Ich weiß doch gar nicht, was los ist. Was soll der Scheiß? Was ist denn hier los? Kennen Sie ihn? Natürlich kenne ich den. Würden Sie ihn bitte mal loslassen? Nee. Erzählen Sie uns mal, was hier los ist. Wer ist denn das? Das ist mein Patenkind. Nehmen Sie bitte Ihr Patenkind? Den anderen. Nee. Das tut ihm weh. Das soll auch weh tun. Was ist los? Was ist denn hier los? Das ist Ihr Patenkind. Ja, natürlich. Ob das natürlich ist, weiß ich nicht. Das ist doch kein Zustand. Würden Sie den bitte, das ist ein... Weswegen läuft er dann durch den Park und verteckt Drogen? Bist du friedlich, Junge? Da müssen Sie sich aber jetzt mal ordentlich vertan haben. Oh, Lennart. Das glaube ich nicht. Weil den haben wir gerade auf frischer Tat ertappt. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Also wirklich nicht. Darf ich Ihnen zeigen? Die Streifenpolizisten haben den Kollegen des Dealers verfolgt. Bei seinem Fluchtversuch mit dem Fahrrad haben sie ihn dingfest gemacht. Norbert Meinert lässt ihn auf die Wache bringen. Was ist mit den Eltern? Wo sind die Eltern? Meine Mom ist arbeiten. Arbeiten. Vater? Ja. Der ist getrennt. Die sind getrennt. Ich weiß nicht, wie der ist. Also haben Sie so mehr oder weniger die Aufsicht für ihn? Ja, oder wie verstehe ich das? Ja, wie alt bist du? Oder wie alt sind Sie? Ich bin 16. Gut.
Würden Sie die Mutter bitte in Kenntnis setzen, dass wir den jungen Mann jetzt mitnehmen zur Wache? Ja, natürlich. Aber wenn Sie es zeitlich einrichten können, können Sie auch gerne mitkommen. Aber wir müssen natürlich hier die Hütte eben kurzzeitig zumachen. Ich denke mal, wir werden nicht so schnell von der Arbeit nach Hause kommen. Ja, dann wäre es vielleicht nett, wenn wir jemanden dabei haben. Dann kommen Sie mal mit. Noch wissen die Kommissare nicht, wer der Kopf der Bande ist. Um Absprachen zwischen ihnen zu verhindern, werden sie auf der Fahrt zur Wache getrennt. In seiner Vernehmung dort gibt der 16-Jährige an, der Drahtzieher zu sein. Die Polizisten glauben ihm nicht. Sie vermuten, dass er seine Komplizen deckt und haken nach. Was soll ich sagen? Ich weiß doch nicht. Das kann nicht von dir kommen. Ich glaube das. Natürlich. Warum bist du denn überhaupt weggelaufen? Ja, warum bist du denn weggelaufen? Du hast ja nichts zu verbergen gehabt. Du hast uns einfach gefunden, hast es uns gegeben. Und was ist der Grund, dass du abhaust? Keine Ahnung. Wer abhaut, hat normalerweise schlechtes Gewissen, oder? Meine Tante arbeitet ja dort und ich habe vergessen, ihr beim Geschirr zu helfen. Okay, und deswegen läufst du einfach weg. Ja klar, ich habe auf die Uhr geschaut, habe gesehen, oh, es wird langsam spät, bin ich schnell hier rüber geworden. Okay. Ja. Die Aufnahmen von mir haben wir jetzt rausgekriegt, habe ich dir zugeschickt. Die Aufnahmen hast du schon hier zugeschickt? Habe ich dir zugeschickt, da ist eine auffällige Frau. Okay, von dem Park. Abdrücke von den Spuren habe ich auch. Das ist eine Frau, Cindy Natsch, Herforderstraße, Duisburg. Vorbestraft wegen BDM-Besitz. Okay. Ist auf dem Weg auf jeden Fall hier. Hier auch, perfekt. Ja. Perfekt. Als der Kollege von der Streife reinkam und uns sagte, dass er Videomaterial aus dem direkten Umfeld des Parkes bzw. aus dem Park hat sicherstellen können und uns das auch schon auf den Rechner gespielt hat, waren wir natürlich erstmal sehr erfreut, haben uns das dann angeschaut. Und plötzlich geschah Unerwartetes, denn unten in dieses Bild lief eine Person rein und die sah komischerweise genauso aus wie der Mensch, der bei uns im Büro saß. Den habe ich halt schon mal gesehen. Den kenne ich auch. Und das hat sie ihm übergeben? Ja, kann man hier kennen. Das ist doch eindeutig. Mensch, Lennart, wenn du irgendwas damit... Jetzt sei doch ruhig. Du hast... Hättest du sie nicht reingelassen in die Küche, dann wäre das hier gar nicht passiert. Ich? In der Zwischenzeit ist die verdächtige Frau auf die Wache gebracht worden. In ihrer Vernehmung streitet sie jegliche Tatbeteiligung ab. Stattdessen belasten sie und der Dealer den Schüler schwer. Ich habe damit gar nichts zu tun. Sie haben damit gar nichts zu tun. Dann haben wir schon drei, die damit nichts zu tun haben. Der Lennart hat alles gemacht. Also Der Lennart hat alles gemacht. Ja. Was hat er alles gemacht? Der hat uns Geld dafür gegeben, wir sollten das für ihn weitervermitteln und so. Der hat die Ware auch immer gehabt und ach, cool. Hat immer alles abgegeben und so. Was haben Sie dazu? Wir haben Geld. Was haben Sie dabei verdient? Nichts, wir haben nichts damit zu tun. Wie? Wie nichts damit zu tun? Moment mal, Sie haben uns angesprochen, ob wir Drogen kaufen wollen. Wie kriegt das jetzt zusammen? Wir haben nichts zu tun damit. Also der Lennart hat alles... Der ist der Kopf. Also uns stellt sich das so dar, als wäre der junge Mann da drüben eigentlich so das kleinste Glied, das Plankton in der ganzen Nahrungskette. Das ist nämlich gewöhnlich derjenige, der alles übergeben muss. Alles, was dahinter ist. Und da sind Sie bei und Sie sind da auch bei, weil wir haben ein buntes Video, wo Sie drauf zu sehen sind. Nur mal eben als Info vorab. Mit Übergabe. Mit Übergabe. Und vorgestraft wegen BTM? Beide. Haben wir Sie auch schon mal, ne? Obwohl sich die Angaben der Verdächtigen decken, glauben ihnen die Kripo-Kommissare kein Wort. Sie konfrontieren den Schüler mit der Aussage seiner Komplizen und setzen ihn dabei unter Druck. So, junger Freund. Die beiden Herrschaften da drin sind sich ziemlich einig. Inwiefern? Dass es hier nur einen Hauptschuldigen gibt und der steht mir bzw. sitzt mir gerade gegenüber. Hallo, schönen guten Tag. Was ist hier los? Wer sind Sie denn? Andrea? Ist das die Mutter? Ja, ich bin Ach so, okay. Die Beamten glauben, dass der Schüler die Verdächtige liebt. Um ihr zu imponieren, verkauft er die Drogen. Um zu beweisen, dass mit seinen Gefühlen gespielt wurde, bedienen sie sich eines Tricks. Durch einen venezianischen Spiegel beobachtet der junge Tatverdächtige seine Komplizen. Die sehen nur einen Spiegel und bemerken so die Observierung nicht. Schnell zeigen sie ihr wahres Gesicht. Er würde uns nicht verpfeifen. Die meinen dich. Sophie ist klar. Ich glaube, ich muss Ihnen doch was sagen. Ja? Warum? Fällt dir mal was ein? Ja, komm, wir gehen mal in unser Büro. Gehen wir mal zurück. Die Beamten ermitteln, dass der 16-Jährige selber keine Drogen konsumiert. In seiner Vernehmung legt er ein volles Geständnis ab. Die ganzen Drogen habe ich nicht im Busch gefunden, sondern das ist halt die Cindy und die hat halt die ganzen Drogen bei sich in der Wohnung. Und die Masche läuft aber wahrscheinlich heute nicht zum ersten Mal, richtig? Nein. Wie oft hat das gemacht oder du gemacht? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube schon über ein halbes Jahr oder sowas. Oh. Und jeden Tag oder? Nein. So
Vielleicht viermal in der Woche. Wie war denn die Beziehung zwischen Cindy und ihm? Was ist da abgelaufen? Zwischen Cindy und Tom jetzt? Nee, ihnen beiden. Cindy und ihn. Ja, also, wir kennen uns von der Schule. Sie hat mich mal angesprochen. Und ich hab halt gedacht, sie ist in mich verliebt. Okay. Ah, siehst du, dann war meine Idee vorhin, dass da irgendwie was im Spiel ist. Und dann hat sie, wie ist das denn zustande gekommen, dass sie ins Drogengeschäft eingetaucht sind? Also, darauf hat sie mich direkt angesprochen, ob ich Lust habe, ein bisschen Geld nebenbei zu machen. Und weil sie gewusst hat oder gemerkt hat, dass sie sich so ein bisschen in sie verliebt haben, richtig, wahrscheinlich deswegen. Ist sie ja nicht blöd und nutzt den jungen Mann aus. Habe ich das so richtig verstanden? Richtig. Ja, Mahlzeit. Wie uns der 16-Jährige in der Anhörung Vernehmung zugesichert hat, hat er selber kein BTM konsumiert. Er war wirklich nur der Handlanger, nur in Anführungsstrichen. Natürlich kommt man dann auch in den Kontakt mit dem Strafgesetzbuch, aber er ist halt im Handel drin, nicht im Konsum. Und von daher gehe ich mal davon aus, da er bisher ein unbeschriebenes Blatt ist, dass ihn die Keule des Gesetzes nicht zu hart treffen wird. Nichtsdestotrotz ist es ein Straftatbestand. Also ich würde sagen, die Herrschaften lassen wir jetzt mal nach Hause gehen. Ja. Da können sich nochmal alle im Kreis setzen und mal eben drüber das Ganze, was heute gewesen ist, sprechen. Schmieden Sie Zukunftspläne. Ja, so wie Sie es eben angekündigt haben. Und du, dich wollen wir hier nicht wiedersehen. Zumindest nicht auf der Seite. Und sonst wäre ich sauer, du. Das kannst du aber ab. Die Strafe für den Teenager wird durch Anwendung des Jugendstrafrechts voraussichtlich milde ausfallen. Seine Mutter will sich ab sofort mehr um ihn kümmern. Die beiden Komplizen müssen sich wegen Rauschgifthandels und Rauschgiftbesitzes verantworten.